Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, den Pete Speed Robot Fights. Heute auch wieder mit Dennis, Peter, Jay und Sepp. Ich bin ein Roboter. Wir bauen heute wieder, wir machen heute wieder Kreiswichsen. Bedeutet einer, der noch kennt. Jeder baut ein bisschen an einem Fahrzeug rum und zwar. Ach, stand immer in der Mitte. Ein paar Minuten waren das, ne? Ein paar Minuten an einem Fahrzeug und nachdem diese paar Minuten um sind. Stimmt, macht Sinn. Nachdem diese paar Minuten um sind, geht es einmal im Kreis weiter. Warte, um das Mann. Ganze ein bisschen auszubrechen, haben wir heute die Streitkinder Peter und Jay getrennt. Oh, verstehe das auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Wir haben uns immer gut verstanden. Du hast halt vorgeschlagen. Ja, ich weiß. Hä? Das heißt, sonst bin ich immer so, sonst werde ich immer so getriggert, um Jay so ein Geschenk da zu lassen. Das haben wir jetzt umgangen. Was denn für ein Geschenk? Kannst du ja immer noch. Jay ist immer noch verwirrt. Ja, ohne Scheiß, ich raff gar nichts. Deswegen haben wir gesagt, Jay baut da, wo Bram normalerweise baut. Also, Bram baut da, wo Peter baut. Peter baut da, wo Jay baut. Und Sepp baut da, wo Sepp immer baut. Und dann gehen wir einfach im Kreis rum. So, ja. Regeln wie immer. Hier versuchen wir leicht zu bauen? Das haben wir, das weiß ich jetzt nicht. Shit. Och, ja. Boah. Versuch mal leicht zu bauen. Wenn nicht ganz klappt, ist auch nicht schlimm. Okay. Ja, und ansonsten lasst einfach die Pistons und die Stoßdämpfer weg mit den Motoren. Ja, lassen wir da vier oder machen wir einfach... Vier klingt doch super. Vier klingt gut. Okay. Also sonst hätte ich gesagt, machen wir einfach Motoren offen. Na gut, dann... Motoren offen. Warte mal, Jay ist hier. Ich glaube, die anderen... Seid ihr alle schon da? Ja, ne? Jo, wir sind da. Geil. Ja, dann laufen die ersten 7,5 Minuten in 3, 2, 1, jetzt. Ich höre noch Sepp dudeln. So kann das ich nicht ist arbeiten. Ist ja gut. Richtig schnell auf. Ja, also wir sind immer noch auf der alten Map, wie ihr seht. Aufgrund von Fehlern im Multiplayer, die immer noch nicht behoben wurden. Danke für die ganzen Tipps mit dem Zurückpatchen. Solltet auch ihr das irgendwie so nutzen wie wir, macht das durchaus Sinn. Ich hatte auch gelesen, hier mit dem Siegerfahrzeug vom letzten Mal wieder rumzufahren. Ja, können wir gerne machen. Ab heute. Denn das Siegerfahrzeug vom letzten Mal habe ich mir tatsächlich nicht gespeichert. Da müsste ich wieder anfangen, Fahrzeuge zu speichern. Nee, warte mal, wir nehmen den Community-Kommentator-Wagen. Der war ein bisschen sicherer. Hopp. Letztlich ein bisschen geiler. So, ziehen wir uns mal rein. So, 6 Minuten 30 noch. Ziehen wir uns mal rein, was Jay denn so macht. Aha. Mann, da werden direkt Sachen ausgefahren. Klar, ich werde das jetzt einfach mal da als Grundgerüst gleich dastehen lassen. Ich habe erst gedacht, da sollen jetzt vier Reifen auf eine Seite, aber das ist ja innen drin verbaut. Nee. Weil vier Reifen haben wir nicht gesagt, ne? Also darf auch mehr Reifen geben. Ah! Gut zu wissen. Ja, dann. Kommt da was richtig so, Schönes da an. Kommt. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Scheiße. Hab ich gerade irgendwo was hingesetzt. Alter, das sieht aus wie ein Space Invader. Ah, ja. Hä? So ungefähr. Jetzt hab ich was gelöscht? Ja. Wolltest du das nicht? Das kenne ich, das nee. Problem. Muss den Hammer in die Hand nehmen. Ja, ohne Scheiß. So. Ah. Zack. Und jetzt kommen aber natürlich, weil das ein geiles Auto ist. Reifen nach vorne. Natürlich. Ja, vorne immer möglichst hoch stehen. Das ist wichtig bei Profi. Damit man möglichst gut unter die Unter eingreifen kann. So. Ah, man lenkt hinten. Ja, macht ja auch Sinn. Man kann das ja auch mal richtig machen, damit das nicht komplett scheiße ist. So, was ist denn? Ist das mittig? Ja, hier 3,5 Minuten noch. Ich gehe schon mal gucken, was der Bram dir denn so Schönes vorbereitet. Ja, da freue ich mich doch schon drauf. Ja, da dachte ich mir. Ah, finde ich gut, ne? Also Jonathan baut nicht ganz so Standard. Da ist auch ein bisschen... Ne, da muss man auch kreativ werden, wenn man bei Jonathans Fahrzeug hinkommt. Guck mal, was Dennis macht. Ob heute wieder das Ärmchen, also der Finger oben ist. Oder eventuell irgendwie wer mit den Flügeln schlägt. Es sieht mir nicht so aus. Aha. Sehr gut.
können auch gerne mehr als vier Reifen bauen. Doppelreifen, bum bum. Nice. Ich hatte genau den Reifen der Sekunde, da dachte ich so, ja komm dann, wenn wir da noch ein bisschen mehr machen können, okay, ist doch cool. 2 Minuten 30 sind noch. Ja, das sieht ja sogar ganz vernünftig aus hier, was ist denn da los? Oh, alles klar. Ja, wobei, nee. Oh, ich sehe jetzt erst die Steuereinheiten. Wait, what? Nee, Moment, das funktioniert so nicht. Hat überhaupt keinen Sinn. Wieso klappst du das hier weg? Da schlägt doch wieder was mit den Flügeln, ich wusste doch. Entweder ist der Finger oben oder Flügel am Start. Ja, wir müssen ja noch, ganz wichtig ist ja der Halo. Der noch nicht ganz da ist, aber... Sicherheit? Ja. 4 Meter über dem Kopf ist so ein Halo echt wichtig. Ja, aber wenn der tiefer, hängt, dann gehen die Klappen nicht mehr auf. Nein, jetzt sind die Klappen noch auf. Oder? Ja, guck mal, easy. Für die Formel 1 sollte das auch so konstruieren. Oh, 1 Minute 30 nur noch. Ich finde super, dass du so Ziele hast, ne, die du dann umsetzen willst und nicht einfach wild drauf losbaust. Wichtig ist ja immer... So, dass man auch in so einer geilen Wanne drin sitzt. Ja. Unser Hund mag das auch sehr gerne, ne? So von, so ein bisschen wie so eine Katze. Ne, die setzen sich auch in so eine Box rein. Letzte Minute. So. Letzte Minute? Boah, also wir haben noch ganz kurz. Ja, ein bisschen. Oder wieder gespannt. Oder? So, den Rest soll Jay machen. Pet. Er will schon wissen, worauf ich hinaus will. Da kommt ein Asax drauf. Ja, ich gehe schon mal dahin, wo du gleich hingehst. Dann können wir zusammen gucken, was. Wer ist denn da dran? Peter! Mit Peter den hinterlassen hat, das kann ja nur gut sein. So. Ende Runde 1. Bumm. Boah, Alter, ich brauche mehr Alter, Peter, ist ein Spaß. Was ist denn EE? So, bevor ich es mir angucke, ganz kurz die Tür. Okay. Das nimmt das Mikro schon wahr. Okay, Christian, ne? Wenn so. Du von der Post da stehst, dann machst du. Und der Postbote dann durch deine Kopfhörer hört. So, nein. Hilfe. So, ja, komm mal gucken. What the okay. Fuck, Alter? Runde was ist das zwei. Schon wieder für ein Spacken? Go, go. Der hat den Sitz auch falsch. Okay, das ist geil. Nee. Und wie sieht das aus, wenn man da drin sitzt? Ja, ist doch super. Warte mal, wo ist denn vorne? Moment. Ach, da. So. Okay. Das muss ab. Das muss ab. Oh, jetzt wird schon abgebaut. Das muss ab. Ja, das muss ja mehr Power. Ach so. Ja gut. Ja, das muss dran. Kann ich verstehen. Das muss dran. Und natürlich ein bisschen mehr Power in den Motoren, Alter. Warte mal, lenkt der überall? Ja, der lenkt mit jedem Rad. Guck mal, schon geben wir ein bisschen mehr Speedy hier. Oh Mann. Ja, aber ich fürchte, du hast zu wenig Gewicht auf der Straße. Ich glaube, du bist zu leicht noch aktuell. Sonst wäre da noch mehr Power. Auf jeden Fall noch leicht, ja. Ja, mach mal zwei Badewannen voll da drauf und dann. Dann läuft das. Ich geh mal Peter fragen, weil er sich dabei gedacht hat. So, Peter ist heute sehr kreativ, wie wir gesehen haben. Bram hat sich richtig gefreut. Ja, ich hoffe schön. Doch. Na, guck mal, was hat Sepp denn da hinterlassen? Oh, das sieht ja klein und. Das ist das kleinste Fahrzeug, kann ich jetzt schon mal verraten. Wundert mich nicht. Also, pass auf, bei Sepp ist das so: der hat hier so. Ah. Da dreht sich alles mit. So, und in the spirit of that
werde ich das einfach quasi erweitern, indem ich unten nochmal genau sowas Ähnliches dran baue. Einfach. Unten? Nicht unten, oben, Entschuldigung. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Nee, genau die gleiche Richtung einfach. Weil die entgegengesetzte Richtung vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Kann er die Dinger hier hochheben? Nee. Nee, der hat einfach. Das ist aber schon eine Menge, muss man sagen. Ne? Also Schubdüsen sind dran, Motoren. Eigentlich fährt das Ding ja auch schon ganz gut. Ja, ja, das Ding war quasi schon fertig. Fährt nicht geil, aber fährt. Okay, du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich mach's in die entgegengesetzte Richtung. Sehr gut. Mein politischer Einfluss als Schiedsrichter. Ah, 4,30 noch. Was habe ich denn noch? Doch, jetzt müsste ich hier jedes Fahrzeug einmal gesehen haben. Auf 4,30 noch? Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Aber egal. Also ohne Spaß. Also Sepp hat schon ordentlich Gas gegeben, muss man sagen. Aber hallo. Keine Spirenzchen. Das brauche ich ja dann nicht. Wie hat der das denn gemacht? Ach so, der hat das hier unten an den Balken gemacht. Ne, das ist nicht richtig. Peter so. Ist schon wieder im Modus, wo der hart überlegen muss. Und dann noch. Da fehlt. Also der hört mich gerade. Quasi. Ne? Da fehlt eigentlich so eine Kopierfunktion. So, so. In diesem Spiel. Oder eine Einstellung. Das jetzt noch ein paar Mal. Ja, mal ja. Gucken, dass sich das in die richtige Richtung. So ein bisschen wäre eigentlich ganz gut, wenn es in diesem Spiel auch so eine Spiegelungsfunktion gäbe. Jo. Hast du, also wir haben ja letztens dieses andere Spiel ausprobiert. Main Assembly. Oder ja, genau, weil einige Nachteile im Vergleich zu unserem guten alten Scrap Mechanic hat. Mhm. Aber auch ein paar Vorteile. Also ich glaube, du kannst damit freier bauen, aber Ein Riesennachteil, der mir erst später eingefallen ist, ist, dass du gar nicht zugucken könntest. Du kannst doch rumfliegen, oder nicht? Ja, aber du kannst nicht sehen live, wie jemand anders gerade an seinem Ding arbeitet, glaube ich. Ah, das ist. Ach so, du meinst, das ist immer so. Das ist ja quasi so ein bisschen instanziert, ja, genau. Dass du dann. Das ist ja kacke. Da müsste jeder aufnehmen, theoretisch. Genau, und dann hast du wieder dieses Hin- und Herschneiden, was wieder sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Apropos Zeit, Gott, 3 Minuten das wird noch. Zeit. Das wird knapp. Aber ich werde es durchziehen. Ach, vorne reicht ja auch. Zweifel machst du hinten nur eine Seite. Ja, da wird dann schon verstanden worden sein, was ich mache, hoffentlich. Ja, Bram wird das fortführen. Ich fahr mal zu Sepp, Robert. Jo. Ja, also Main Assembly hat tatsächlich ein paar Sachen, die echt praktisch wären hier in Profi, aber auch viele, viele Sachen. Zum Beispiel, es gibt keine Kollisionsabfrage beim Rennen. Ist halt schon der Tod, ne? So, was ist denn jetzt hier passiert? Warte mal. Wer hat denn hier gebaut? Bisher hat hier gebaut nur Jonathan, ne? Ja. Mhm. Was machst du denn hier für ein Kram? Was hat denn Jay hier hinterlassen? Jay hat mir ungefähr das hier hinterlassen. Ich habe jetzt die menschlichen Körper da noch mit dran gebaut, weil ich glaube, Jay wollte kein Partybus oder so. Alter, hat er schon wieder den Sound da dran gemacht. Ja. Und immer wenn du davor rennst, dann. Jo, natürlich hat er die Sensoren auch auf maximale Reichweite. Ja, Tilt. Das ist der Tilt-Sound. Ja. Und dann hat er noch so Flipdinger reingemacht, die aber nicht angeschlossen. Gut. Die hab ich dann jetzt mal fertig gemacht. Aber wie soll denn die. Oh, die Sensoren sind viel zu weit eingestellt. Oh Gott. Also hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Jay, wenn du so ein Spiel spielen möchtest, dann möchte ich aber auch, dass das ein bisschen menschlicher aussieht und habe den Körper verpasst. Das ist super, ne? Das ist ein ganz großes Kino. Warte mal, wenn ich die Beine einen Ticken länger machen würde, dann könntest du die selber auch beim Fahren auslösen, ne? Der Sound von diesen grünen Dingern hier, das hört sich ein bisschen an wie hier Rotterdam Terror Corps. Guck mal, immer wenn du jetzt längst, macht der den Sound. Oh, letzte Minute. Geil. Awesome. Noch besser. Danke für den Hinweis, Christian.
Das sieht jetzt ein bisschen so aus, als wenn die von so einer Hand gehalten werden und gegeißelt werden. Geil. Okay. Passt ja. Ja, man soll ja hier auch seine Fantasien ausleben, ne? So. Ich fahr mal schnell gucken, was Jay denn mit Peters Fahrzeug angestellt hat. Ja, mach das. Ah ne, Quatsch, mit Brams. Oh mein Gott, ich bin völlig verwirrt. Wir haben nämlich jetzt gleich schon wieder Wechsel. Oh. Oh. Okay, wir sind eigentlich fertig, aber kurz noch. Bram hat gesagt, Jay wird schon verstehen, was hier passieren soll, aber ich weiß nicht, ob der sich das so gedacht hat. Ich glaube auch nicht. Das könnte der. Das ist der. Das ist der Boss aus. Was war das? Dark Souls 1 oder 2? Scheiße, die Teile verschwimmen immer so. Der Drache, der unten in der Kanalisation ist, der mit den. Der, ne, der auch so den Brustkorb. Bram hat den Scheiß hier gebaut, ne? Keine Ahnung. Da habe ich mir einfach gedacht, ach Scheiß drauf, was Bram baut. Okay. Ja, Zeit ist um. Ja, ich finde das schön. Weil ich da gebaut habe. Ich finde das sehr schön. Gucken, was Sepp dazu sagt. Auch sehr sinnvoll. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sepp versucht, die Fahrzeuge alle vernünftig zu bauen und der Rest nicht. Ja, dann ist das doch super. Ja. Dann kann der ja mal reparieren. Jetzt kommt Runde 3, das ist die vorletzte. Wo ist denn Sepp? Wo bleibt der denn? Fand ich, habe meins übrigens richtig gut gebaut. Ja, ich habe das auch vercheckt. Beim ersten. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah, da ist der Sepp. Ja gut, ich sag Bescheid, ne? So, guck mal. Wunderschön hier. Was ist das denn? Ist das ein Pavillon? Ich dachte, das sieht so aus wie aus Dark Souls der Boss in der Kanalisation, der Drache. Der na lol. Ich finde, der sieht aus. Was ist das denn jetzt hier? Fehlt noch ein Schwanz dran. Oh, Alter, wir könnten eigentlich mal als Thema Dark Souls nehmen. Das finde ich auch mal ganz nice. Das stimmt. Ich warte mal noch ein bisschen, bis wahrscheinlich Bram. Ne, Moment, wer ist denn das? Ne, Peter rüber getüttelt ist. Was ist denn das? Da? Das sieht aus wie so ein. Ah, der ist schon da, okay. Runde 3. Go, go. Warum, Christian? Ich weiß es nicht. Also, Bram hat diese Dinger gebaut, die so hoch gehen. Die. Der Rest ist von Jay. Warum? Dann wirst du dich noch bei mindestens einem Fahrzeug fragen. Ey, ich habe so ein tolles Fahrzeug am Anfang gebaut. Damit hätte ich direkt von Anfang an gewonnen wahrscheinlich. Und ja. Wenn das auch so verschandelt wird, dann raste ich aber aus. Vor allen Dingen haut das auch überall gegen. Ja, das ist doch voll dumm. Also wenn ich jetzt das zumache, dann geht das hier nicht mehr auf. Ja, also mach einfach nach unten. Mach einfach nach unten auf. Musst nur die Steuereinheiten verstellen. Ja, das ist eine gute Idee, Christian. Mensch, das ist einfach mal... Da kannst du hüpfen. Ist doch super. MVP. Hast du sowieso das Gefühl, hier, das Fahrzeug ist super leicht. Da, hier. Wupp. Ja, guck mal, easy. Wupp. Musst nur dran denken, die schnell wieder einzufahren, wupp. Sonst stehst du. Ja, guck mal, wie oh, warte toll. Mal. Wie sicher stehst du? Schon ziemlich. Ja, schon. Guck mal, ich kann auch... Guck mal, jetzt kann ich sogar fahren. Ja, guck mal. Hier. Die sind aber nur Linkskurven immer. Ja, egal. Oh easy. Mann, ey. Den nada. Oh, guck mal hier. Es ist schon ganz viel Zeit rum. 6 Minuten nur noch. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich schon so viel Zeit damit zu verschwenden, buff zu sein. Ach, ja, aber ist schön. Also sieht aus wie so ein Zeitungsständer im eingeklappten Zustand. Super. Haben meine Eltern auch noch. Kann mal gucken, was... Wer war denn nochmal vor dir? Ach ja, Jonathan. Was der hinterlassen bekommen hat von Bram. Ich habe, glaube ich, Bram verstanden, was er von mir wollte. Oh mein Gott. Ja, ich bin erstmal gespannt, was Bram überhaupt daraus gemacht hat. Peter hat so einen Kasten, also so ein Gestell gebaut, was einfach auf dem Ach du Schande. Bram hatte mir 2 Finger hier hingemalt. Hingemacht. Hingemacht. Ja, vorne. Alter. Und ich dachte mir, ich muss das nochmal verbessern. Alter. Also, ich kann sagen, von Bram ist das Ding vorne dran. Von Peter der Rettung. Oh Gott. Ich glaube, du bist viel zu leicht. Ja, das
kriegen wir schon hin. Die müssen sich wahrscheinlich nur... Ne, wobei, wenn die sich drehen, das bringt ja gar nichts. Wir müssen die noch verbinden. Das stimmt. Müssen die einfach... Wo ist der Tool? Holz in der Mitte machen? Naja, wir müssen einmal jetzt das Tool nehmen. 5 Minuten noch. Das Verbindungstool und dann verbinden wir einfach hier vorne. So. Und jetzt müssen wir es noch schwerer machen, weil das Gebäude, das Ding scheint mir. Aber weil das flippt halt genau einmal rum, ne? Einmal so ein richtig schöner Salto. Scheiße, was haben wir immer gesagt? Was verwechselt Peter immer? Salto und Looping, ne? Irgendwie so. Echt? Ist ja mega geil. Ja, irgendwie so. Eins von. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Weiß ich nicht mehr. Da haben sich die Leute mal drüber aufgeregt. Was? Hä, wie viel kann man da dran machen? Voll geil. Voll geil. Ja, okay. Oh, weia, ey. Ja, 3 Minuten hast du noch, mehr Finger daran zu bringen, das Ding zu verbinden oder so. Bessern. Das ist ein gutes Ding, genau, verbessern. Geh mal schnell gucken, was Bram, woran der sitzt. Mach das. Okay, Jonathan hat gesagt, er hat dich verstanden. Ich glaube ja nicht. Du hast das große Ding, du hast 2 Finger vorne dran gemacht. Ja. Das hieß, da sollten mehr Finger dran. Da sind jetzt mehr Finger dran. Sehr so, gut. Hat wieder 2,5 Minuten. Alles klar. Warum? Ja, reicht mal. Hat Peter da tatsächlich hingekriegt? Hätte ich ja nicht gedacht. Der hat wirklich spiegelverkehrt nochmal gebaut. Was machst du da gerade? Eine auf Funktion bauen, damit es sich dreht. So. Ah, ich dachte, du haust den Finger da dran. Das muss... Das muss umgekehrt sein. Jo. Geht das denn in beide Richtungen? Jetzt geht das in beide Richtungen. Muss man sich überhaupt drehen? Keine Ahnung. Aber jetzt können wir. Ich glaube, dass der Wagen hier stark ist, weil er so schwer ist. Ja. Hat aber keine Fläche, auf der man Peter Sachs draufschreiben kann. Das ist ganz schön scheiße. Ah, das hat Peter extra gemacht. So, dann haben wir das wieder gebaut. Letzte Minute. Einfach Schalke rot-weiß, blau-weiß, wa? Ja, das ist richtig. Geil, komm, Ärger mit Jay. Blau-weiß für ein Auto finde ich eigentlich total gut. Weiß mit blauen Rallye-Streifen. So, halbes Minütchen noch. Ich fahr schon mal rüber. Stimmt, bei Peter war ich schon lange nicht mehr. Ah, Peter baut die ganzen Menschen ab. Nee. Und warum liegen die alle hier rum? Weil ich die spawn für Bram gerade. Guck dir mal dieses Monster an, Alter. Davon ja. Albträume ohne Ende, Junge. Ich habe ihn einfach nur verschlimmert noch und ich habe extra da welche gespawnt. Ich hab's sogar rausgefunden. Bleib mal kurz stehen. Warte, warte, pass auf. Irgendwie haben die sich verhakt, glaube ich. Ach, schade, jetzt nicht vorbei. Ach, schade. Da kannst du so Thunderdome mitspielen, ey. Oh Mann. So, Zeit ist vorbei. Wechseln bitte. Ah ja, genau. Heißt du, der Bass ist weg? Ich hab nichts weggemacht. War hier aber vorher noch Bass. Gott, was ist das denn? Warum ein Bass? Alter, haben die sich alle Horrorfilme zuletzt angeguckt? Ich hab dein Zeichen gedeutet, Bram und Jay. Ich glaub, das war nicht das Zeichen.
Ja, weiß ich nicht. Sepp ist momentan, vielleicht hat er nicht viel geschlafen. Ja, what the fuck, Alter? What the fuck ist denn hier passiert? Was hat er denn daraus? Wieso hat er denn da Gesicht dran gemacht? Ich weiß nicht. Das war Sepp. Vielleicht wusste der einfach nicht mehr, was er sonst noch damit machen soll. Ach so, doch. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas. Frames müde. Oh ja, holy shit, was zum Teufel. Was ist da los? Wieso? Warum? Was ist? Okay, ich glaube, ich muss mal zu Sepp. Alter. Ja, das fühlt sich so an, als würde da irgendwas nicht stimmen mit dem Fahrzeug. Alter. Wir haben noch nicht... Ah, jetzt ist super. Ah, ja, sehr gut. Ja, guck mal, dann kann ich ja gleich dahin. Das war gerade noch nicht der Fall. Ja, Jonathan, du hast halt auch die Zeichen falsch gedeutet. Okay. Dann letzte Runde. Go, go. So, letzte Runde. Was mache ich denn jetzt hier mit dem Auto, Alter? Das weiß ich nicht. Das kann quasi alles und nix. Nur, glaube ich, nicht fahren. Alles fahren gut? Warte mal. Kann ich mal geil einsteigen? Scheiße. Ach da. Ja, Bram wollte Sicherheit haben. Soll das ein Schaf sein? Ich habe am Anfang gesagt, wenn du die Dinger so ausfährst, haben die mich erinnert an diesen Brustkorb von dem Dark Souls Boss. Du kannst was ausfahren? LOL. Ja, okay, nee, das meinte ich nicht. Das meinte ich. Ah, und Sepp hat da so einen Vogel oder sowas draus gemacht. Ah. Das ist auch schön für die Frames. Aber oh ja. Die verhacken nicht. Nee, das bist du nicht. Ich glaube eher, das hat bei Sepp gerade passiert. Alter, alles bewegt sich. Oh Gott. Oh Gott, das wird schrecklich. Ja, das wird schrecklich. Ich stimme zu. Geil. Guten Alten. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr zu... Ich lasse die letzte Runde, glaube ich, einfach mal so laufen, um nachher zu gucken, was daraus geworden ist. Ich gehe mich mal verpieseln und gucke gegen Stein. So. Ja, also den Rest lasse ich jetzt einfach mal so laufen. Damit wir zumindest noch ein bisschen Überraschung haben. Ich werde hier mal aufräumen. Alter, die Frames. Das ist das Fingerfahrzeug, 100 Pro. So. Das bauen wir hier mal alles ab. Wir sind fertig mit Bauen. Wir werden heute mal blind zuweisen. Wir fangen mit dem Auto, was Peter spawnt, an. Werd wieder würfeln. Moment, Peter steht 100. Doch falsch. Ja, stimmt. Falsch. Wait, ich müsste auf deinen Spot gehen. Hä? Ja, dann müsste Sepp da hin. Oder, wait, Sepp welchen Spot gehen wir? Gebaut. Du musst auf deinen alten Spot. Das ist doch egal, oder nicht? Aber das ist Brams erstes Auto. Ja, okay. Hä? Also ich habe jetzt mich dahingestellt, wo ich das Bautus, wo es Ich habe mich da hingestellt, an dem Bauplatz. Ja, okay. Genau, wo das Auto gebaut wurde. Okay, weil ich es nicht vorne. Okay. Ich verstehe nicht. Egal. Ja, okay. Also, wir werden jetzt zuwürfeln. 1 bis 100. TS-Reihenfolge wird sein. Bram, Jay, Sepp, Peter. Höchste oder niedrigste Zahl? Ist eigentlich scheißegal, ne? Ich würde sagen, die Fahrzeuge sind so scheiße, die niedrigste Zahl kriegt den Zuschlag. Nein. So, wir beginnen mit Peters Auto. Oh Gott. Noch nicht spawnen? Ne, okay. Wir gucken gleich erst. Also das, was Peter gleich spawnt, wer kriegt das? Würfeln wir das mal auf los. Auf jeden Fall das Hübscheste. Brammen bekommt nee, doch nicht. Eine 25. Oh. Jonathan ist dabei mit einer 4. Geht's denn, Jonathan? Ah, das ist gar nicht so schlecht. 92 und Peter, eine 50. Präsentiere er Jonathan, weil er denn schönes Fahren. Ja, ich bringe dem vorbei. Gott. Ist das Flügelgerät? Ah, das Grippeauto! Geil! Das passt so gut zu Jonathan. Ich habe mir sogar ein Beispiel an DJ genommen bei dem, mega. Bei dem Kopf. Was kann das denn alles? Das ist ein Aasgeier. Ich habe versucht, einen Aasgeier nachzubauen. Was ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht, was das soll. Das habe ich Wer ignoriert. Wer hat denn Peter Sachs weggemacht? Das weiß ich nicht. Hat er übrigens nie hingemalt. Ja, geil. Guck dir das an. Aber das Wichtigste ist die letzte Funktion. Ja. Echt? Die ist super wichtig. Oh, Peter, du hast das gefixt. Nice. Wie war das denn da noch? Die Arschklappe. Mund, Mund, geil, Junge. Ich hatte Arschklappe. Wie geil.
Das passt einfach sogar, wie die Faust aufs Auge. Du kannst sogar, ja, fahr mal die unteren Dinger aus und lass die mal ausgefahren. Und dann kannst du jetzt fahren. Nimm mal die Schubdüsen. Ja, guck mal. Du easy fahren. Steile Linkskurve, mein Freund. Ja, guck mal, wie gut. Das sind wichtige Sachen. Ja, dann speichere dir das schöne Ding schon mal ab. Da bin ich doch froh drum. Und dann würde ich sagen, weil Jay gerade so schön gewonnen hat, so ein Ding, Jay oder? Als nächstes sein Fahrzeug verlosen. Geil. So. Ich kann ja schon mal anfangen zu würfeln, du speicherst schon mal. Fangen wir wieder oben an. Niedrigste Zahl, also Jay ist ja jetzt ausgenommen, der hat ja schon. Fangen wir mit Bram an. Bram hat eine 41, solide. Sepp 85. Oh, Kacke. Und Peter? Eine 7. Oh. Ja, Peter, Mensch, hey, da tauschen wir doch direkt. Was krieg ich denn jetzt Feines? Präsentiert. Ja, ich freue mich schon richtig, wenn ihr ein schönes bekommt. Ich habe so ein tolles Fahrzeug da hinterlassen. Guck dir das an hier. Guck mal, ich habe da gar nicht mehr viel dran geändert. Ah, guck mal, seitdem ich das verlassen habe, ist da echt nicht mehr viel passiert. Ja, ich habe das noch angemalt. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich musste nur tatsächlich die Power ein bisschen höher stellen, damit das nicht mehr ganz geradeaus fährt immer. Ich glaube, die Seiten sind locker, oder? Die drehen sich nicht mehr mit, kann das sein? Wait, bei mir das sieht irgendwie komisch. Das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwann ist da locker eine Seite. Das habe ich aber nicht locker gemacht. Nee, die Reifen rechts, sind einfach oder? Zu krass eingestellt. Ja, das habe ich absichtlich gemacht, möglicherweise, weil ich die doch sehr stark fand. Damit das Ding nicht mehr so gut zu steuern ist. Das sieht aus wie dickes Ex. Ich habe den Finger vergessen, Bram. Das hatte ich. Aber dafür, ich weiß, ich hatte schon schlechtes Gewissen, weil Sebastian sich schon aufgeregt hat. Deswegen wollte ich nicht nochmal zwei Finger bauen. Aber dann funktioniert aber nicht so gut. Ja, guck mal, es sieht eigentlich ganz schön aus. Dann können wir jetzt ein letztes Mal losen. Mal gucken, ob Sepp das bekommt, wo er zuletzt dran gebaut hat, oder ob er Bram es bekommt. Ich glaube, das hätte er gerne. Welche sind denn verlost? Selbst jetzt? Warte. Ja, nehmen wir selbst. Meins? Ja, komm. Egal. Nee, Bram, gönn dir. Moment. Die Bram gönn dir. Moment, wir müssen noch würfeln. Vielleicht kriegst du das ja auch selber. Ach, du Scheiße. Nein, ich will, nein. So. 99. Das wird selbst spawned. Brammen. Würfelt. Eine ganz easy 40. Oh ja, okay. Und Sebastian? 71. Das heißt, ja, ihr tauscht die Fahrzeuge, die ihr spawnt. Oh Gott. Jetzt haben wir mal eine Missgestalt. Also, ich habe eigentlich fast die ganze Zeit damit verbracht, dass der Server nicht mehr leckt und das Fahrzeug überhaupt nicht. Das heißt, du hast einfach nur Finger gelöscht. Das heißt, warum, ich habe einfach nur Finger gelöscht. Leute, das war ich by the way nicht, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ja, Peter, ey, was hast du denn da wieder hingemalt? What the fuck? What the fuck? Wieso wurde denn da draußen Jay Sucks jetzt? Ich finde das jetzt nicht okay. Ich weiß auch nicht, ich habe überhaupt nichts Böses gemacht. Weißt du, Sebastian, echt schlechte Laune. Die Räder drehen einfach nur du. Bram, ich habe dein Zeichen gedeutet mit den zwei Fingern. Habe ich das richtig gedeutet? Er Bram hatte zwei Finger daran hinterlassen und Jay wusste sofort, was zu tun ist. Weil die sind ja wirklich nur Sachen. Das Ding geht gar nicht nach vorne, das ist viel zu schwer. Komm schon. So, wo ist denn Bram? Das leckt einfach gerade, Bram. Bram ist da drunter. Oh, okay. Ja, nach vorne fahren ist nicht, du musst Schubdüsen nehmen. Ach ja, stimmt, das ist ja Robs Fahrzeug. Nach vorne fahren ist nicht. Alter, bewegt sich doch ganz gut. Ja, ja. Sepp, was hast du denn gewonnen? Ich weiß es noch nicht. Bram, zeig mal Sepp, was der gemacht hat. Ja, ich bin gerade neu, im Moment. Das Trötenmobil. Oh nein. Das schert jetzt mittlerweile vernünftig. Das ist auch richtig aus einem Albtraum. Das fuhr vorhin vernünftig. Ey, aber als ich das verlassen habe, fuhr das eigentlich auch noch. Das hat in sich selber gebuggt mit den... das kann am Ende passiert sein, da hatte ich keinen richtigen Test mehr. Wow, das habe ich gefixt. Zeit ist ein bisschen knapp gewesen. Aber ich wollte halt... Na, meh. Ich hab's genannt, 5 Minuten Schande. Oh, Peter, noch mehr gemacht. Ja, geil. Ja, ich hab noch mehr draufgeballert. Awesome. Ja, ja, geil. Also, die Sensoren sind auf diese Reichweite hier eingestellt. Oh, Peter. Mega gutes Auto. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Das mit dem Reifen hier. Das ist aber nicht... egal. Das geht schon. Alter, wenn das mal nicht ein nices Auto ist, dann weiß ich auch nicht, was ihr wollt. Ja, weiß ich auch nicht. Heute ist alles einfach so, what the fuck. Ey, das ist doch mega gut. Yeah. Ich hab nicht so die Schubdüsen drauf gemacht. Ich hatte keine Schubdüsen, ich hab halt Wichtigeres zu tun gehabt. Ich dachte, ihr macht. Was?
Oh, das ist neu, war das guck mal hier, das hat sich auch funktioniert. Das, das hab ich jetzt, gebaut, Peter. Jetzt, auf das ging aber nicht mehr, das ging aber nicht, als du das verlassen hast, Peter. Okay. Peter hat es kaputt gemacht. Okay. Ja, der hatte irgendwie, nee, also da wo das die beiden Hörner sind, da hatte der noch so, ich glaube, da wollte der noch eine zweite Reihe Roboter bauen. Ja, das stimmt. Also ich muss schon sagen, nachdem ihr das immer verlassen habt, fand ich das echt immer gut, außer das Fingermobil. Das gefällt mir nicht mehr, nachdem ich es verlassen habe. Ich muss sagen, das ist echt nach den ersten 30 Sekunden von diesem schönen grünen Fahrzeug, da hätte ich gerne Ibuprofen 2000. Ja, das ist echt das Schlimmste. Ja, schön. Ne? Also das sind so die Voraussetzungen für heute. Der Tolle ist, dass ich heute angekündigt habe, mit dem Siegerfahrzeug könnte man ja in den Folgen wieder rumfahren. Ja, finde ich aber auch eine gute Idee. Ja, du musst dir keine Gedanken machen. Lass mich mal bitte gewinnen. Wehe, das grüne Ding gewinnt. Ich muss jetzt kurz auf Toilette. Das ist einfach zu krank. Okay. Gut, also Zeit zum Reloading habt ihr gehabt. Kommen wir mal zur ersten Runde. Jeder hat 3 Leben. Gucken wir uns mal kurz an. Der sitzt da, ist etwas vor der Mitte. Alter, da so in der Mitte, da eher weit hinten und da, ja, so Mitte hinten. Wird schön. Warte mal, wer hat denn hier überhaupt welche Fahrzeuge? Das Fingerfahrzeug hat Bram, den Geier hat Jay, das hat Sepp und Peter hat das blaue Ding. Ne? Immer nur, mit offenem Arschloch fahren, glaube ich, oder? Das ist nicht Voraussetzung, aber kannst du gerne machen. Gut, erste Runde. Ich weiß aber nicht, ob du eine grüne Plakette damit kriegst. In 3, 2, 1, go. Klar. So, wer kann hier was? Komm, doch geschissen. Ja. Und da kommen die Finger. Und boah. Ich liebe die Frames jetzt schon. Alter, Fingers. Ey, 5 Frames, alles super. Ja, wir bangen noch nicht so krass ineinander. Nee, noch gar nicht. Oh, Sepp. Geht gerade richtig steil, wird aber wieder umgedreht. Alles gut. Peter richtet sich neu aus. Oh, das könnte. Oh, das war knapp. Shit. Beide noch drin, aber Bram liegt am Kopf. Du Arschloch. Geil, mal den Kondor einfach mal in. Naja, egal. Jetzt ist es ein Kondor. Hier. Ja, Kondorgeier. Der Aas-Kondor. Das ist ein Amphibienvogel, Peter. Der kann andere Tiere vortäuschen. I lie on the side. Oh, what the fuck? Ja, hier, Jay. Tu der denn jetzt? Ich dreh dich. Ich glaube, das wird nicht besser, wenn du die Dinger bewegst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass bei mir irgendwas falsch ist. Ja. Nice, du wobbelst jetzt immer nach links und rechts. Das ist schön, Jay. Das ist aber schlecht. Ich kann mich ja gar nicht dann umdrehen. Ja, Arschloch, hilf mir! Ja. Rette mich. Ja, Arschloch. Hä? Wo ist es hin? Hinter dir. Sehr gut. Ja, Jonathan trifft's heute als Ersten. Der Kondor ist schon... absolute Freya. Wer war das? Bram war das, alles klar. Ja. Bram war das. Ich glaub, Sepp war das, aber ist okay. Ja, der Rest hat noch 3 Leben, ne? Deswegen machen wir mal direkt weiter. 2. Runde, 3, 2, 1, go. Oh, noch einmal Frames. Alles gut, alles rein gut. Rein da! Jetzt kommt der Finger! Warum ist Bram denn so stark? Das ist überhaupt nicht Bram. Das ist Sepp. Das ist Sepp! Das ist Jack, ich bin doch der Typ mit den Fingern. Ich guck mir das einfach gerade mal an. Ich kann mich nicht richtig drehen, Alter. Dreh mal raus. Aber ich war mit... Was? Mit dem Reihe... Mit dem... Ja, du bist Sitz? Mit dem Sitz. Klar, so das Ding ist doch riesig. Ach, so Quatsch. Hey, Peter, so eine Scheiße. Alter, ich kann halt nicht vernünftig fahren, ist das Problem. Ich komme überhaupt, ich kann gar nicht mitmachen. Gib doch mal langsam. Meine Reifen sind auch viel zu stark eingestellt. Alter, ich drehe die ganze Zeit nur durch. Ja, genau. Wer hat das denn gemacht? Also ich habe bei 2 Fahrzeugen hatte ich nahegelegt, da vielleicht mal Gewicht drauf zu machen. Das war bei dem Fingerding und bei dem anderen. Das ja, das habe ich gemacht. Ich oder glaub, die Motoren so einfach einen dran. Runterstellen. Ich habe das Gefühl, die Finger bringen nicht so viel Gewicht irgendwie. Was ist denn so ein Finger? Der ist doch 100 pro leicht. Hey, klar. Also mein Finger ist, glaube ich, schon schwer. Das Problem ist, dass die Motoren stärker sind als die Gelenke. Und dadurch immer durchdrehen. Okay. Ja, Jay ist schon das 2. Leben verloren. Das heißt, für den geht jetzt schon die Wurst. Alle anderen haben noch 3. Wird sich hier etwas Unfaires anbahnen? 3 gegen 1, wer weiß. 3, 2, 1, go. Jay ist ja auch schuld. Wann denn? Oh, da hat er versucht! Nee, alles noch im Rahmen. Null? Ich glaube, ich bin draußen.
Nein, noch nicht jetzt. Jetzt bist du draußen, ja. Ja, komm, ey! Wir sind doch Wichser! Ich bin 2 Millimeter nach vorne gefahren. Ich bin einfach gerade ausgefahren, hab Jager gekickt. Das war schon nice. Wow! Ja, das war's für den Kondor. Wochenende. Tschö, Geier. Wochenende? Ist heute nicht Mittwoch? Was? Ach, okay, ja, der Rest hat noch 3 Leben. Das heißt, jetzt können wir mal gucken, wer hier wirklich was kann. 3, 2, 1, go. Alter, ich fahre nach links, obwohl ich gar nicht nach links lenke. Einfach rein, gucken, was passiert, hoffen. Okay, hoffen. Gute Idee. Oh, okay, Bram, sieht nicht gut aus für dich. Einfach rein, hoffen, tot. Ja, mehr kann ich nicht tun. Nicht die Finger! Ich glaube tatsächlich, so eine Scheiße, das grüne Ding hat einen Vorteil, weil das lenken kann. Die anderen beiden Fahrzeuge können halt nicht vernünftig fahren. Ja, ohne Witz, ey. Der geht doch mal auf das grüne Fahrzeug. Ja, ich will nicht wenigstens. Ich kann nicht mal meine Richtung einstellen, Peter quasi. Peter kann nicht richtig lenken. Bram kann nicht richtig fahren. Das tut man nicht so. Wenn man die Fahrzeuge kaputt macht, ne? Das ist halt nicht gut. Okay, die Räder drehen halt durch und dadurch geht das alles in falsche Richtung. Peter hat nur 3 Leben. Ja, dann lenkt er in die andere Richtung. Ja, echt mal, Peter. Vorne geht das dann halb nach links, halb nach rechts und hinten auch. Das geht so auseinander, weißt du, wie wenn du verwirrt guckst. Du hast echt mehr Ausreden als... Der Trottel... Hey, ich bin noch drin, alles cool. Als Lewis Hamilton, wenn er mal nicht gewinnt. 3, 2, 1, go. Guck mal, Power hat Bram ja, ne? Also geradeaus fahren geht ja, aber jetzt lenken... Geradeaus fahren geht, jetzt lenken geht Lenken ist vorbei, da kommt Peter. Peter geht halt auch auf Bram, ey. Alter, ja, ich geh auf alles, was nicht bei 3 auf Brom ist. Der sitzt ja für Brom ist. Oh Gott, jetzt geht los. Alter, was geht denn jetzt? Oh nein. Oh, das ist der Tilt-Sound. Oh, oh nein. Oh, da ist er raus. Einfach so gut. Ich habe halt nur die eine Option, weil ich muss halt schnell auf die zufahren, dich treffen und entweder habe ich dann gewonnen oder nicht. Ja, und wenn dann natürlich Peter dich von hinten noch angreift und hintergeht, dann ist das ja kein Wunder, dass er rausfließt, ne? Echt mal, Peter. Hintergeht ist auch so. Peter, der P37er. Ich glaube, das ist Peters Plan, den Schwächeren aus dem Finale raushalten, damit man ein besseres Finale hat. Finde ich gut. Ja, Mehr Competition für die Folge. Ist hier auf jeden Fall... Fordert. Bram letztes Leben, die anderen beiden noch 3. 3, 2, 1, go. Aber Bram muss drin bleiben. Oh, da wird aber jetzt volle Kanne reingegangen. Oh Gott. Alles oder nichts vom Bram. Sepp ist gefallen. Ja, Sepp kann zumindest nicht lenken gerade. Ja, oh Gott, ich bin hingefallen. Peter kommt auch gleich. Oh, Bram. Das ist aber nicht die richtige Richtung. Alles gut. Nee! Da, jetzt! Ja! Nee, das gefällt mir aber gar nicht jetzt. Hier. Oh, Bravo, oh, dieses Tanzen ist immer gefährlich. Voll, ey, die Finger sind voll geil! Oh, da ist er zu schwach! Oh, da ist er zu schwach! Nice, Peter! Die Rettung von Peter! Jo! Ich hab noch nicht den Boden berührt, oder? Nee. Nur vorne, also in der Arena. Ey, Bram, Moment, was war los? Jetzt muss ich mich... Moment, Peter, bleib einfach stehen, ich hab ihn! Jetzt nach oben zu gehen. Ich oh, meine, oh, jetzt ist richtig Error. Ich hab ihn. Die Finger haben ihn. Jetzt fickt ihn. Es funktioniert nicht. Ich kann nur geradeaus. Jetzt mach ihn reicht doch, fahr mal geradeaus. Oh, Peter muss aufpassen. Denn Peter! 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 Peter war draußen, Peter oder? Ist raus. Peter war draußen. Das, ja, okay. Das kann gut sein. Das war Millimeterarbeit, aber. Also. Die Dinger sind einfach so geil. Oh Mann, ich hasse dieses Auto. Wieso hast du dieses Auto? Das ist voll cool. Ich glaube, nur Jay findet hier irgendwie. Glaub, wir müssen cool. über die Definition von voll cool nochmal reden. Ich glaube, die Autos ist mega. Ihr habt alle 3 absolut schlechte, miese Laune. Wirklich. Absolute Sauerei, wie ihr rangeht. Das stimmt, ich habe gute Laune. Ich bin raus und hab hier noch richtig Spaß, ja. Okay, und ihr fahrt also, Sepp noch. Hat noch 3 Leben, Peter noch 2, Bram noch 1. Gut. Weil Jay hat Spaß, Runde, ich hab vergessen zu zählen. Die nächste. 3, 2, 1, go. Guck mal, Peter stehen. Konnte lenken. Ah, komm. Zu viel gelenkt. Bram! So, Bram.
Hier. Nee, 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 das war nicht, das war nicht draußen. Da wäre ich beinahe oben drauf gewesen. Ist er gedriftet. Das war ganz knapp, aber auf der Linie noch gerettet. Ey, lass mich mal da raus. Dieses Tänzchen ist immer ganz gefährlich für diejenigen, die außen landen würden. Oh! In dem Fall ist es Peter. Mist, ah, konnte da war aber die Kante im Weg. Konnte entkommen. Bram, oh. Ihr müsst auf da ist Sepp nach vorne gefahren. Ausgewickt, die Sau. Gut ausgewichen. Ihr habt das grüne Auto auch viel zu stark gepatcht. Ja, Bell hat einfach nur 4 Schubdüse und kann fahren. Nerf grün. Nee. Könnte interessant werden, aber Peter lässt ab. Ja, nee, das ist jetzt hier alles scheiße. Den bummelt aber auch in alle Richtungen. Nee, oh Mann, ey! Ich glaube. Oh nee, der schiebt uns beide. Die Hände jetzt hier. Oh, nicht das so. Könnte knapp werden, aber vielleicht hilft der Berg. Nein, tut er nicht. Er ruft! Nee, der war auf. Der war auf dem Berg. War am Berg? Was? Mit dem unteren Reifen? Okay. Wait, ja, ich hab's nicht gesehen. Du musst mir das sagen. Nur ein Berg, ey. Also. Wir waren alle auf dem Berg. Das ist doch behindert. Alles klar, weiter geht's. Was soll denn das? Scheiß Berg. Was habt ihr gegen andere? Ich komm. Peter, jetzt hör mal auf, das geht hier nicht weiter. Nee, das geht auch nicht weiter. Also, ich kann gerade einfach vergessen. Auch immer die 1 drückt oder 2, um die Hände einmal hochzuheben, kurz. Ich hänge dir fest. Wir hängen halt fest, also wir können halt uns nicht richtig. Der Reifen dreht sich auch nicht mehr. Fangen. Guck dir an, mein Robot, der Robot hat. Ja, jetzt! Muss ihn fangen, Bram. Das war nicht klar, keine klar. Da war keine klare Entscheidung zu fällen. Oh Mann, ich würde so gerne! Peter macht. Peter, Alter, wie fährst du lang? Oettinger am Morgen, ey. Okay, Bram, fahr mal wieder zurück. Nee, Moment mal! Peter, steuer doch mit den Schuhen! Der sitzt wieder über der Linie. Ja, dann versuch ich auch! Über die Linie, easy, okay. Ja, Alter, ich komm nicht mehr mit! Ja, jetzt bist du raus. Jetzt bin ich raus, okay, ja. Geil. Danke. Ach, das ist doch alles belastend hier gerade. Endlich bin ich raus, so, Mischgestalt löschen hier, zack. Ab wie dafür. Mischgestalt löschen? Mischgestalt? Ja, genau, er hat Mischgestalt gesagt, das ist was anderes. Aber warte mal, Peter, ich gehe auf die andere Seite. Vorher war da keine klare Entscheidung zu fällen. Kannst du gerade ausfahren, Peter? Na, ich glaube schon einigermaßen. Okay. Heutiges Finale, Sebastian gegen Peter. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, sind noch 3 Leben, Peter noch 2. Könnte spannend werden. Kommen wir zur ersten Runde, die ist ja ganz entspannt. 3, 2, 1, go. Ja, das war schon mal ein guter Abpraller. Peter lenken. Ich hab echt so eine Armee. Oh. Peter lenken. Jetzt ist Peter gar nicht so schwach. Ja, jetzt strengt er sich nämlich erst an. Vorher hat er nämlich die ganze Zeit nur so getan, als wenn er nicht fahren könnte. Ja. Peter! Ja, ungefähr gleich stark, würde ich sagen. Je nachdem, wie viel Reifen auf dem Boden. Gut, dass ich da die Motoren nochmal aufgeplustert habe bei dem blauen Auto. Oh, jetzt, was passiert denn hier? Der Takedown. Der. Da wäre fast ein Suplex geworden. Nee, Peter. Da müssen wir gucken gehen. Da müssen wir gucken gehen. Ah, alles nur im sicheren Bereich. Ihr seid beide gleich weit weg vom Aus. Alter, oh shit. Das ist mega knapp. Ja, das ist ziemlich knapp. Aktuell ist er vorne. Also, Peter wäre. Einfahren, Peter! Raus. Einfahren, Peter! Da ist er abgedreht worden! Oh Gott, was war das denn? Gedreht worden? Also, ich weiß nicht, bei mir sieht es gerade so. Also, wir fahren bei dir gerade. Wir sind beide raus, aber. Weil wir fahren ja im Maisfeld gerade. Ja, wir sind am Maisfeld, ja. Oh Mann! Was hat das denn gemacht? Das war so knapp, war das muss ich sagen. Wie die Beweis hat ergeben, in Zeitlupe war dann doch zu erkennen, der Sitz des blauen Fahrzeugs war zuerst draußen. Oh! Das war eine Millimeter-Geschichte. Ja, ey, da hätte sich doch echt ein ebenwürdiger Gegner. Schnauze da oben. Wie war Schnauze da oben? Ihr habt mich halt rausgehauen. Muss ich halt dumme Kommentare geben. Ja, du hast halt nicht gut gespielt. Peter nur noch eins. Das stimmt wohl wieder. Potenziell die letzte Runde, wer weiß. 3, 2, 1, go. Oh, wirklich knapp. Boah. Erstmal aufeinandertreffen, ne, der Treffen der Giganten am Anfang, das ist immer schön. Einmal römst und jetzt wird getanzt. Jetzt kommt der Walzer. Wann wird sich getrennt, ist die Frage. Macht man das, der Walzer?
nicht. Eigentlich nicht. 13. Aber wir machen Führungswechsel. Komm, Peter, jetzt. Ja. Jetzt kannst du deine Geheime verzünden. Da, okay. Jetzt fällt Peter um den Kopf. Kann er das? Kann er das? Ja, kann ich. Warum kann er das? Was ist das denn für ein Cheater-Fahrzeug? Kannst du mal auf der Seite fahren. Voll strong. Oh, beides Moment. Sehr. Ne, oh, von hinten wäre geil. Ungünstig platziert. Oh ja, von hinten mag ich es am liebsten. Das ist oh, ja. Nein! Das ist der Sieg für Sam. Ja! Ja, ich mag diese Neutralität von Modern. Ich will auch gerade. Gefällt mir sehr gut. Ich will mit diesem Fahrzeug nicht rumfahren. Ja, aber muss man ihm zugutehalten, ne? Also, Jay heute Vierter, Dritter Bram, Zweiter Peter und Sepp hat das mit dem grünen Fahrzeug einfach gemacht. Echt fantastisch. Flawless Victory. Und der Sieg für die heutige Folge vom Profi, das heißt, oh nein, ich darf mir diesen Wursthaufen hier abspeichern. Das ja, möchtest du mal fahren? Das West. Ist auch das ist richtig gut, also. Das darf ich beim nächsten Mal schon machen. Okay. Nehmen wir dann ab sofort Sieger 1, ne? Damit ich da doch wieder finde. Sieger 1, 2 und 3. Schön. Herrlich. Oder ich lasse das einfach hier stehen. Wunderbar. Ja, das war's für heute mit der Profi-Ausgabe. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.